startet man am besten in den letzten Auswärts-Vlog? Natürlich um 4.30 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof. Ein letztes Mal Auswärtssieg. Ich werde es vermissen, Jungs. Letzte Auswärtsfahrt nach Ingolstadt. Aber ja, für einen Auswärtssieg, Platz 9 ist noch drin, macht man das gerne, ne? Auf jeden Fall. Motivation ist da. Was sagst du eigentlich zu dem Gerücht, dass Olli Hüsing wiederkommen soll? Habe ich auch gehört. Hansa hat ja irgendwie ein Schmerzensgrenzensangebot gemacht, ja. Oder wie die das sagen. Captain America, Mann. Den brauchen wir. Ich glaube, der Junge hat Bock. Der Junge will in die Heimat. Er will zurück. Nach Rostock. Der gehört nach Rostock. Olli, komm zurück. Wenn ihr Bock habt, meinen Zweitkanal abchecken. RealMX1965. Da gehe ich nochmal auf alle Transfer-News ein. Da seht ihr Impressionen schon vor dem Stadion-Vlog, die, sage ich mal, dann schon direkt online kommen. Wen es interessiert, gerne mal vorbeischauen, würde ich mich freuen. Hansa News, Hansa Talks und auch allgemein Zweitliga-Prognosen. Wer Bock hat, ein paar mehr Highlights, sage ich mal, von mir zu sehen, ein bisschen intensiver darauf einzugehen, kann da gerne mal vorbeischauen, Abo dalassen. Würde ich mich freuen. Richtig. Aufdrücken, abonnieren. Angekommen in Ingolstadt gegen den 18. Platz, Alter, muss man sagen. Hier stehen auch schon wieder die Audis. Wir wissen, die Audis kommen aus Ingolstadt, ne? Ja, Platz 18 gegen 13. Ich würde sagen, das ist ein Duell, was man eigentlich gewinnen muss. Ja, darf man sich nicht auf die faule Haut legen und man muss ein bisschen 3 Punkte her, ne? So sieht's aus. Sehr korrekte Ansage, Jungs, hier am Ingolstädter Hauptbahnhof. 3 Punkte Auswärtssieg, oder? Wen wollt ihr grüßen aus Neumünster, ne? Du willst strahlen, du willst einschalten und wir werden alles erleben, bis wir deutscher Meister sind. Hansa Rostock, du willst strahlen, einschalten. Das gefälschte Ingolstadt-Stadion. Aber ein paar Anzeichen. Ultras, Aufkleber von Ingolstadt, muss man ranzoomen. Ingolstadt gegründet 2004. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer ist älter als Ingolstadt. Es scheint das Alte zu sein von damals. Wahrscheinlich spielt hier die Jugendmannschaft oder zweite Mannschaft. Und du, Schlaumeier, hast die Tickets nicht ausgedruckt. Heißt, wir müssen jetzt noch einen Druckladen finden. Ein Luscherchen reinmachen können, tatsächlich. Hä? Freier Eintritt. Nehmen wir mit. So, dann gucken wir uns doch mal das Stadion hier an. Eine kleine Führung. Boah, der macht richtig auf professionell. Da ist ein Mitarbeiter. Schnell weg hier wieder. Aber das ist das ESV-Stadion, Jungs. Ja, wahrscheinlich das von diesem alten Fall. Ne? Ja, muss ja. Von damals, ne? Ja, nicht schlecht. Haben wir auch nochmal einen Abstecher hier gemacht. Von dem Park sind wir jetzt gekommen. Rein in die Zivilisation. Ich glaube, wir müssen ungefähr 50 Minuten zu Fuß gehen. Jeder Gang macht schlank, deswegen hier kein Bus oder so. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist gerade 10.30 Uhr. Ein bisschen die Gegend anschauen. Da hinten noch so ein alter Feuerwehrwagen. Und wirklich jedes Mal, wenn wir hier langlaufen mit Hansa-Sachen, halten die Leute Abstand. Respekt ist auf jeden Fall da. Den Feldweg entlang, dann kommt die Autobahn links, hat uns hier schon ein Ingolstädter, alteingesessener Ultra erklärt. 2 Ingolstädter kamen und haben auch wirklich echt nett geplaudert. Hernsbräu. Kann das was? Müsste man eigentlich mal im Laden aufsuchen. Vielleicht finden wir es ja. Aber dicke Karren fahren hier, ne? Die Bayern. Die Bayern, denen geht's zu gut. Jetzt erstmal die Hansa-Tickets ausdrucken lassen. Hoffentlich klappt das, ne? Sonst kommen wir nicht rein. Ja. Angeblich. Es wurde ja was geklärt bei dem Arbeitgeber mit der roten Farbe. Vielleicht hat man das schon gemerkt. Mit Kontakten, Alter, mit Kontakten. Aus Hamburg wurde da in guckt dein Schal raus. Aus Hamburg wurde in Ingolstadt angerufen und was geregelt. Mal sehen, ob die Tickets gleich da sind. Wir haben sie. Die goldenen Tickets. Schanze Heimspiel. Eher Auswärtsspiel. Also wir haben das Heimspiel. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das Stadion aussieht. Was ist das für ein Vieh? Richtig erschrocken hier auf dem Weg zur Donau.
Jo. Auswärtssieg. Jo, moin. Wer weiß, vielleicht sind es ja Rostocker. Scheppern einfach mit dem Boot über die Donau zum Audi Sportpark. Das hätte was. An der Donau in Ingolstadt mit dem Perlenbacher. Bayerisches Gesöff aus der Dose, streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Der Sache gehen wir jetzt auf den Grund. Ja, Live-Test. Die Bayern können ja eigentlich gutes Bier, oder? Naja, also ich muss wirklich sagen, da habe ich schon Besseres getrunken. Das schmeckt ein bisschen nach Pisse. Weil viele auch immer gesagt haben, für uns geht es nicht mehr um viel. Da habt ihr falsch gelegen, denn jetzt kannst du mal hier raushauen. Was gibt es noch zu holen? Es gibt ja platzierungsbedingt TV-Preisgelder und je nach Platzierung, je höher die ist, desto höher ist natürlich auch das TV-Preisgeld. Ja. Vor allem Hüsing könnte man dadurch natürlich dann nochmal ein bisschen besser bezahlen. Wir sind noch an Pröger dran und des Weiteren sollte man mindestens auf Platz 14 am Ende in der zweiten Liga stehen, dann sind wir nicht im Amateurtopf des DFB-Pokals, nein, im Profi-Topf sind wir dann drin. Und das heißt, wir könnten dann wahrscheinlich auf einen relativ schwachen Gegner aus einer unteren Liga treffen. Und das bedeutet natürlich, wir kommen einfacher weiter, kriegen dadurch auch natürlich mehr Geld, wenn man weiterkommt und sich nicht blamiert. Ja, so sieht das aus. Wir spielen ja heute mit vielen aus der zweiten Reihe. Aber das ist gar nicht so schlecht, denn da können sich jetzt die Jungs noch für einen neuen Vertrag, sage ich mal, ein bisschen reinhängen. Bentley Baxter Bahn, Triple B, den würde ich gerne noch ein Jahr sehen. Der hat uns ja, wirklich hochgeschossen. Ja. Elfmeter gegen Lübeck eiskalt und ich finde auch immer seine Ansätze, auch vom Spielerischen her, das ist ein Kämpfer, der läuft. Ich denke mal, der wird heute auch spielen. Roter, denke ich, auch noch Malone. Wo ist bitte die Ampel geblieben? Die Ingolstädter haben schon wieder randaliert. Komm, schnell rüber. Schnell rüber, da hinten muss das Stadion sein. So muss das, volle Pulle. FCH. Hansa ist groß. Auf Hansa. Junge. Da hinten der Hansa-Bus. Und Audi trumpft wieder auf hier. Auf geht's Schanzer. Auf geht's Hansa kämpfen und siegen. Wir wollen mit dem hier ein Foto machen, mit der Pflaume. Hier, Foto. Sauber, warte. Perfekt, perfekt. Danke, ne? Danke. Gucken wir mal, was die zweite Reihe so heute bringt. Ich bin zuversichtlich. Mein Tipp 3:0. Dein Tipp? Ja, 2:0. 2:0 sollte klappen. Volker hält die 0. Ausstellungen sind da. Wie wir gesagt haben, mit der zweiten Reihe Meißner mal vorne drin statt Verhoek. Aber der Johnny wird auf jeden Fall nochmal reinkommen. Dujovic, Bahn in der Mitte, Ingelsson, Omla, Rota genauso. Die Jungs werden sich reinhängen. Kolke, Rosbach, Malone, das bleibt alles gleich. Schwede. Endlich auch mal hier, sag ich mal, zu sehen. Bin ich gespannt. Jetzt nochmal die Ingolstadt-Ausstellung. Die Jungs werden wahrscheinlich auch nochmal kämpfen, um irgendwie einen neuen Vertrag zu bekommen. Es ist immer schade, wenn man absteigt. Ja. Überall Hansa-Fans. Genauso da hinten auch. Die Blauen natürlich. Tribüne, gut, je nachdem, ein paar Lücken sind natürlich am Start. Da hinten die Ingolstädter. Und jetzt seht ihr nochmal meine Ausstellung bei Spitch. Ich habe natürlich professionell auch ein bisschen die Spieler genommen, die jetzt aktuell spielen. Ihr könnt immer einsteigen, ob Freitag, Samstag, Sonntag, ist egal. Und wenn ihr euch jetzt dort anmeldet, bekommt ihr auch 5 Euro Startguthaben. Der Online-Live-Fußballmanager mit offiziellen Bundesliga-Lizenzen, echten Spielerbildern, kann ich euch empfehlen. Man kann es komplett kostenlos spielen, so wie wir es heute gemacht haben. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, dass ihr mal vorbeischaut. Und ich hoffe, die Jungs, die ich aufgestellt habe, schlagen jetzt richtig ein. Ihr könnt auch gegen eure eigenen Freunde antreten, euer Fußballwissen unter Beweis stellen. Checkt das gerne mal aus. Ist wirklich eine richtig geile App.
Und ja, ich hoffe, dass ich heute mal nicht so abstinke wie beim letzten Mal. Aber ich glaube, wir haben geile Jungs aufgestellt und das wird schon. Auswärts Süd! Live-Sicht aus dem Tunnel. Los geht's. Ja, liebe Fußballfreunde, hier ist der 33. Spieltag. Das FC Hansa Rostock und das FC Ingolstadt 04. Timo, ich hoffe, er bleibt. Ja, wenn Schalke aufsteigt, eventuell ist da ja, was drin. Und FC Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Audi Sportpark. Ja, wir bitten vor allem die Gästefans aufzuhören, mit Trillerpfeifen das Spiel zu stören. Danke dafür. Los geht's! Für unsere Gästefans. Wir wünschen uns einen fairen und vor allem sportlichen Verlauf dieses Spiels. Aber mit eurem Verhalten gefährdet ihr euch und vor allem andere. Darüber hinaus ist euer Verhalten unsportlich und kann zum Spielabbruch sowie zu erheblichen Geldstrafen für den Verein führen. Bitte unterlasst das. Dankeschön. Die haben wir nochmal ordentlich ausgepackt, ne, zum Schluss. Gute Übersicht. Oh, ja, ja. Ja, da fehlt dann einer. Ja, der kommt noch rein, glaube ich, Halbzeit. Oder so 60. Lowell haut den Einwurf raus. Er wirft einfach zum Keeper. Was ein Fehler! Ah, hätte er noch reingelupft, Mann. Schade. Nach 17 Minuten ja, haben wir jetzt endlich ein bisschen mehr Kontrolle vom Spiel am Anfang Ingolstadt tatsächlich. Tatsächlich muss Becker vom Platz. 24. Spielminute. Meier kommt rein. Gute Besserung an Timo Becker. Das war gerade ein katastrophaler Ballverlust. Da außen ist er frei. Rosbach. Stark, Junge. Pieke kriegt gelb. Für was denn? Pieke hat uns gerettet. Also sag mal, den kannst du doch keine gelbe Karte geben. HSV einfach 2-1. Ich glaub's nicht. Das wird ein richtiges Endspiel in unserem Ostseestadion. Grüße gehen an alle HSV-Fans raus. Ja, ich weiß ja, viele gucken auch die Videos. Ich würde es euch gönnen.
Aber ihr müsst natürlich dann am Ende auch verdient gewinnen, ne? Wenn wir... Oh nee, nix. Nix, Junge. Die spielen auch relativ zurückhaltend, ne? Nicht aggressiv, so ohne Pressing. Die lassen irgendwie in Ingolstadt kommen, habe ich das Gefühl. Bisschen harmlos. Ja, ja. So einer kann was werden, Mann. So eine Pflaume. Ja, jetzt Ingelsson, komm. Ingelsson! Ja. Drehschuss! Nochmal! Ja. Erste gute Möglichkeit. Dujovic, irgendwann muss er sich doch mal belohnen. Zinke Blau-Weiß FC. Zinke Blau-Weiß FC. Da fehlt John vorne. Leider nicht, ne? Müder Kick bisher. 39. Wir machen zu viele Fehler im Aufbauspiel. Aber die Jungs, wie immer, Weltklasse. Der FCA bis in den Tod. Ja, das ist leider... Ja, weiß nicht. Aber komm, den Fehler mal ausnutzen. Ja! Komm, Ingelsson, mal probieren. Nimm Herz. Letzter Freistoß. Und der ist nochmal... Boah. Haben heute ein bisschen Probleme. Und das war's. 0-0 zur Pause. Ingolstadt tatsächlich ein bisschen mehr vom Spiel. Also, da muss mehr kommen. Aber in der zweiten Hälfte spielen wir auf das Tor. Da sehen wir dann ein paar Dinger. Munzi wird hier noch gefeiert. Sehr geil. Drei Unentschieden hintereinander. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es jetzt ein viertes gibt. Ja. Auf ein Tor. Wie viele machen wir heute noch? Zwei noch, ne? Zwei Tore noch, 2-0. Der Hinweis für die Personen im Gästeblock. Wir wünschen uns einen fairen und sportlichen Verlauf dieses Spiels. Aber mit eurem Verhalten gefährdet ihr schon wieder euch und vor allem andere. Darüber hinaus ist euer Verhalten unsportlich und kann zum Spielabbruch sowie zu erheblichen Geldstrafen für euren Verein führen. Bitte unterlasst das. Dankeschön. Konter oder was, Mann? Oh, der fällt um! Mann! Oh! Ja, Junge! Alter! Keiner kommt an ihm vorbei, keiner! Ist der krank, Mann? Ja? Jetzt. Oh! Mann, guter Ansatz, komm! Ja. Bentley! Jetzt mal einschlagen hier in der Ecke. Komm mal, Alter. 6.371. Von den ganzen Vlogs und Videos, glaube ich, die geringste Zuschauerzahl. Aber der könnte jetzt gut werden. Wenn er den noch kriegt, fischt er noch. Komm. Aber wieder aus. Jetzt kommt Rubi und Munzi, der in der Halbzeit von der Kurve gefeiert wurde. Aber ich bin wieder auf Klo gewesen, hab das leider verpasst, Junge. Rein und Martins kommen rein. Sehr geil. Auch mal auf die Jugend aufbauen. 10 Minuten, ein bisschen zu wenig, hätte er auch schon in der 60. mal reinbringen können. Schöner Pass, Munzi! Schade. Ich hätte es Manzi gegönnt. Ja, hier noch ein Hinweis.
Gegenüber als für unsere Gästefans. 5 Minuten noch. In der zweiten Hälfte deutlich besser. Ja, keine Ahnung. Wieder eine Nullnummer. Ja? 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 Zieh. Ecke. Und so ist der beste Rupf der Welt. Dass wir die ganze Zeit nur die Fans zeigen. Eigentlich kann ich echt 90 Minuten nur unsere Jungs zeigen. 90 Minuten nur in die Kurve. Nichts los hier im Spiel. An alle Hamburger, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich bin echt gespannt, ob ihr das packt in unserem Stadion. Alle stehen, keiner sitzt, auf geht's, Jonser! Die machen doch das Tor, pass auf. Junge, Kolke, Mann! Ist das! Gegen Ingolstadt! Das war's. Ja. Müder Kick. 0-0-0. Schade. Immer mit dir. Hast du schon Auswärtssieg mal gesehen? Nein. Jedes Mal. Oh, da kommt ein Interview. Nie mehr. Dritte Liga. Zusammenstehen, ein Punkt. Ja, wir klettern wenigstens ein bisschen und können den Abstand auf Sandhausen aufbauen. Ja? Die haben ja verloren, deswegen die positiven Dinge sehen. An Ingolstadt natürlich trotzdem alles Gute, auch wenn sie, ja, sag ich mal, nicht so eine Rolle gespielt haben in dieser Saison. Ja? Der Johnny, bester Mann. Geile Auswärtsfahrten hatten wir, muss man einfach sagen. Ja, Dresden, Schalke, wird man nicht vergessen. Servus, Schalke. Hey. Jo, Kolke nochmal im Interview. Muss aber noch warten, die Prominenz muss warten. Aber hat uns wieder gerettet heute, Wahnsinn. In der dritten Liga schon und jetzt. Hast du Bock jetzt zurück, 5 Stunden oder was? Jeder bis 11 oder 12 sind wir dann wieder in Hamburg oder ich. Er fährt ja nach Hannover. Ja, auch für 0-0. Aber für Hansa macht man das ja, ne? Wir können zufrieden sein. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Droppt gerne einen Daumen nach oben. Checkt gerne meinen 2-Kanal ab. Er will was regeln. Keine Ahnung, was er macht. Er will, glaube ich, irgendwas. Hier, unser Fotograf. Was macht er jetzt? Oh, er redet mit dem Ballon. Soll ich kurz runterkommen? Einmal Cam. Unser Kameramann. Hat noch den Johnny geholt. Mittlerweile bist du mit dem Sohn, ne? Ja, wirklich bester Mann. John, ich liebe dich, nur Homo. Kolke hier, Kolke. Danke, Mann, ne? Danke. Er kommt tatsächlich nochmal. Was ein Ehre, Mann. Was ein Ehre, Mann. John. Ich wollte nochmal Glückwunsch sagen zu dieser Hammer-Saison. Ne? 17 Tore, Respekt. Weil du immer als ob. Super Videos machst. Ey, vielen, vielen Dank, ne? Wirklich. Bester Mann, John. Ja, ich komme mal kurz. Ich mach dann so Screenshots, so, weißt du, so. Die beste Szene nehme ich dann, wo man gut aussieht, weißt du? Wo du auch gut aussiehst. Geil, ne? Und Grüße an deine Kinder auch, ne? Komm auch gut nach Hause. Vielen, vielen Dank. Jordan, Junge, werde ich nicht vergessen. Mein Bruder ist ein bisschen neidisch. Das werde ich natürlich direkt einrahmen. Ein besseres, ja, Auswärtsabschiedsgeschenk kann man eigentlich gar nicht bekommen. Es war eine geile Zeit. Vielen, vielen Dank an alle, an Hertel, an euch für den Support, an die Mitarbeiter, an den Physio und natürlich Piekenhagen. Der Fotograf Fotoni, extra nochmal aus der Kabine geholt, also Fotoni, ja, gerne abchecken auf Instagram. Bisschen Werbung muss dann auch mal sein. Die Hansa-Fans unterstützen sich gegenseitig, die Hansa-Familie. Letztes Auswärtsspiel, nochmal einen Punkt mitgenommen.
jeden Fall alles besser als eine Niederlage, ne? Sagt man ja. Nächste Woche, Hamburg, letztes Spiel. Kann man denen vielleicht noch ein bisschen die Suppe versalzen, ne? Das wäre doch... Ja, alle Hamburger, ne? Ihr seid herzlich eingeladen, in mein Video zu kommen. Wenn ihr es verdient und uns wirklich an die Wand spielt, dann sage ich da auch nichts gegen. HSV gehört in die erste Liga, da braucht man nicht drüber streiten, bin ich auch ehrlich. Und vielleicht feiern wir gemeinsam im Ostseestadion oder wir können es euch noch irgendwie versauen. Das werden wir alles nächste Woche sehen. Also, Jungs, bleibt stabil, macht's gut, bis zum nächsten Mal.